Die Berlinale war in diesem Jahr von vielen politischen Demonstrationen geprägt. Nach dem Protest zum Auftakt gegen die rechtsextreme Partei AfD, der Solidarisierung mit der russischen Opposition und iranischen Filmschaffenden und zahlreichen Forderungen nach einem Waffenstillstand im Gazastreifen, sieht sich das Filmfestival nun mit Antisemitismusvorwürfen konfrontiert. Hintergrund sind die Genozidvorwürfe des Filmemachers Ben Wassel gegen Israel und die einseitigen Äußerungen des palästinensischen Filmemachers Basel Adra, der sich gegen deutsche Waffenlieferungen an Israel ausgesprochen hatte. This is sadly the last year for film festival directors Carlo Chatrian and Marietta Rittenbeek at the helm. But we are already looking forward to London's BFI Film Festival director Tricia Tuttle taking over in April this year. Die scheidenden Veranstalter des Filmfestivals erklärten, die Äußerungen der Preisträger und Preisträgerinnen seien unabhängige individuelle Meinungen und gäben in keiner Form die Haltung des Festivals wieder. Hopefully people will keep memories of yesterday's event, Scorsese or the year before Spielberg or even smaller films they've seen. It's not on me. It's not my legacy. It's Berlinale history. The festival is is a mirror of what's happening in the world, and the world around us right now has a lot of topics which are very political. Auch mit dem wichtigsten Preis der Berlinale hat die internationale Jury einen politischen Film ausgezeichnet. Der Goldene Bär ging überraschenderweise an den Dokumentarfilm Dahomey der französisch-senegalesischen Regisseurin Mati Diop über die Rückgabe kolonialer Raubkunst von Frankreich an Benin. Doch neben den politischen Protesten hatte die Berlinale auch viele Stars zu bieten. Europäische wie den Kameramann und Preisträger Martin Geschlacht sowie auch viele internationale. Martin Scorsese, Sharon Stone, Matt Damon und Cillian Murphy waren für das Filmfestival in die deutsche Hauptstadt gereist.